Hallo, Mädels, Jungs, Transgender, herzlich willkommen wieder bei Igors Channel. Ich bin Igor, logisch. Und das ist eine Radeon 7, Radeon 7, die ich ja schon getestet habe. Und es stellt sich ja wie immer noch die schöne Frage, was zur Hölle hat eigentlich AMD zwischen das Package, also die gemoldete GPU und den HBM2 sowie die Vapor Chamber, also den Heatsink, geschmiert. Und ich bin da genauso reingefallen wie die Kollegen. Jeder hat gedacht, das ist ein Grafikpad. Das sieht ja auch so aus. Und wenn man es abzieht, hat man fast das Gefühl, das ist ein homogenes Pad. Falsch. Zur Hälfte. Weil das Ganze ist im Endeffekt, das habe ich mal hier, nichts anderes als das. Was ist das? Jetzt könnte man sagen, ey, das ist eine dunkle Wärmeleitpaste. Falsch. Jetzt könnte man auch sagen, wow, das ist ein ganz spezieller, hochmoderner Lippenstift für Emos. Kann man so als Lipgloss verwenden oder Lippenstift. Sieht vielleicht geil aus, nicht ganz mein Geschmack, aber ist auch falsch. Also was ist das? Die Wahrheit liegt irgendwo ganz woanders. Das Ganze ist ein silikonfreies Polymer, fast schon in Blockform. Und es hat eine extrem hohe Wärmeleitfähigkeit. Im Umkehrschluss einen sehr geringen Wärmewiderstand. Und speziell diese Art und Weise der Verabreichung dieses Medikamentes für Grafikkarten und CPUs erlaubt eine relativ schnelle, sehr einfache und vor allen Dingen saubere Montage und Benutzung. Weil wer kennt das nicht? Ja? Die Hausfrau flucht, weil ich habe auf meinen Klamotten Wärmeleitpaste und die kriegt man relativ schlecht wieder raus. Das hier funktioniert. Lässt sich mit jedem beliebigen Isopropylalkohol übrigens auch wieder easy entfernen. Aber was ist jetzt eigentlich der Trick an der ganzen Geschichte? Habt ihr schon mal was von Phasenwechsel gehört? Das ist Hightech und man kennt das ja, man schmiert dann so seine Silikonpaste auf die GPU, CPU, macht das Ganze heiß, man wartet ein paar Jahre, es trocknet aus, weil das Silikon hier rauswandert. Und dann habe ich einen harten Klumpen. Der reißt vielleicht noch und die Performance ist am Arsch. Das hier ist was vollkommen anderes. Sieht aus wie Puder. Lässt sich so ähnlich auch applizieren. Und Phasenwechsel heißt, es geht von einem Aggregatzustand in den anderen. Entschuldigung, in den anderen über. Ich schneide das jetzt mal nicht raus, weil ich bin zu faul zum Schneiden. Und was ich hier auftrage, wird zunächst flüssig, so bei einer Temperatur von ungefähr 51 Grad Celsius. Und danach, jetzt wird es interessant, ändert sich die Form nicht mehr, sondern der ganze Spaß wird fest. Und dann ist es egal, wie viele Zyklen aufwärmen, abkühlen, aufwärmen, abkühlen. Es bleibt gleich. Und die Wirkungsweise ist nämlich ein bisschen tricky, weil in der ersten Phase, wo sich das Ganze erwärmt, dehnt sich dieses Material nochmal so um 15-20% aus. Genau das tut nämlich normale Wärmeleitpaste nicht. Und während sich das ausdehnt, verschwinden auch alle Lufteinschlüsse. Die ganzen Unebenheiten werden ausgeglichen. Wir kennen das ja von AMD und Intel CPUs und anderen Flächen. Das eine ist konvex, dann haben wir was Konkaves, dann haben wir ein Scratch drin, also einen kleinen Kratzer. Vielleicht noch eine scharfe, hochgebogene Ecke. Also so richtig plan sitzt das nicht auf. Klar, man könnte es schleifen, verliert man die Garantie. Allheilmittel ist das hier. Das Lustige an der Geschichte ist vor allen Dingen, nach dem Durchwärmen, nach der Änderung und nach dem Festwerden,
also quasi in der Phase 2, wenn das Ganze dann so schon fast monolithisch da auf der CPU oder GPU klebt, ist der Wärmeleitwiderstand immer noch sehr gering. Das heißt also, es performt wirklich perfekt. Vorteil gegenüber einer normalen Paste, es funktioniert ein bisschen besser. Und der zweite Vorteil gegenüber einer Flüssigmetalllösung ist, das funktioniert, egal ob das jetzt Aluminium ist, ob ich dann Kupfer habe oder irgendwas vernickelt ist oder whatever, ich kann es wieder abmachen. Und jeder, der diese AMD-Grafikkarte auseinandergenommen hat, ja, man braucht ein bisschen Kraft, aber es geht relativ easy wieder auseinanderzunehmen. Und ich kann es mit Isopropylalkohol absolut rückstandsfrei einfach abwischen. Und es sieht aus wie am ersten Tag. Mit ein bisschen Glück. Sogar noch besser. Geheimnisvoller Inhalt. Jetzt kriegt man es natürlich nicht zu kaufen. Also die üblichen Online-Shops werden sagen, kennen wir nicht, haben wir nicht, wollen wir nicht. Kostet auch ein bisschen viel Geld. Ich werde, und da mache ich mal einen kleinen Teaser, hier natürlich auch, sobald die Industrie mir ihr grünes Licht gibt, ich habe gerade kein grünes Licht kraftbar, werde ich ein Review machen, public, hier auf YouTube und natürlich auf tomshardware.de. Und wir werden auch Infrarot-Videos machen, um zu zeigen, wie gut dieses Material im Endeffekt performt und warum AMD doch so viel Geld ausgegeben hat, um das letzte Quäntchen an Performance aus diesen Karten herauszuquetschen. Denn auch auf den Workstation-Grafikkarten von AMD, zum Beispiel der unlängst getesteten WX8200, ist genau dieses Material drauf. Und es ist einfach nur geil. Es funktioniert nämlich. Ich habe bei der WX8200 intern auch Tests gemacht. Ich bin mit keiner handelsüblichen Wärmeleitpaste auf genau diese Temperaturen gekommen. Das Einzige, was noch funktioniert, und das war sehr tricky, ich habe mit Diamantpaste und einem Teflon-Pad, einer Teflon-Matte und einem Dampfbügeleisen das Ganze relativ dünn wieder drauf bekommen, das Teflon abgezogen und habe dann den Kühler wieder aufgesetzt. Da hatte ich in ungefähr dieselben Temperaturen. Aber das ist ja viel einfacher. Ich nehme es halt wie einen Lippenstift, drück's drauf und bin fertig. Geil. Und das ist ja das Markenzeichen unseres Kanals. Wir machen das Unmögliche möglich. Und ich werde genau dieses Material hier testen. Und ich habe da noch ein kleines Geheimnis. Es wird nämlich eine deutsche Firma geben, die wird dieses Material in den Handel bringen. Oder besser, sie werden genau dieses Material für ihre eigenen Produkte auch verwenden. Welche Firma das ist, wie genau man mit diesem heißen Scheiß umgeht und was das letztendlich bringt, das gibt es im Review. Lest auf tomshardware.de und in Videoform natürlich auf meinem Channel. Und ich denke mal auch, es ist genau die richtige Zeit, wenn das noch nicht getan hat, diesen Kanal auch mal zu abonnieren. Na, das tut nicht weh, so ein kleiner Klick. Und es hilft uns ungemein weiter, noch mehr Samples von der Industrie einzusammeln und auch Dinge zu zeigen, die man so im Laden noch nicht kaufen kann. Also Jungs, Mädels, Transgender, wer auch immer, wir sehen uns spätestens beim Review.